Lügen haben kurze Beine. Heute herrschte buntes Treiben im Mädcheninternat. Die 30 Mädchen, die während der Schulzeit dort wohnten, waren eben vom Unterricht gekommen. Sie erzählten, scherzten und lachten. Alle waren fröhlich, denn heute begannen die Ferien. Sie freuten sich, eine Zeit lang wieder zu Hause bei den Eltern sein zu dürfen. "Kommst du mit zum Bahnhof? Ich muss noch eine Fahrkarte kaufen", rief eines der Mädchen. Ja, komm, wir nehmen gleich den Handwagen mit und bringen die Koffer zum Bahnhof. Beeilt euch aber, wir brauchen den Handwagen für die nächste Fahrt, riefen die anderen. So schwirrte es durcheinander, da hörten sie auf einmal jemanden schluchzen. Am Treppengeländer gelehnt stand Susi, das jüngste Mädchen im Haus. Alle hatten das zehnjährige Mädchen gern und fragten nach der Ursache ihres Kummers. Sie aber konnte zunächst gar nicht sprechen. Schließlich brach sie unter Tränen hervor, dass die Mutter ihr gestern zehn Mark für die Reise geschickt habe und nun sei das Geld verschwunden. Beklommen schauten sich alle an. Sie wussten nur zu gut, dass Susi nicht viel Taschengeld bekam, ihr Vater war im Krieg gefallen, und die Mutter musste schwer arbeiten, damit die Kinder etwas lernen konnten. Das Geld muss doch irgendwo sein. Du hast es vielleicht woanders hingelegt und nun findest du es nicht, versuchten einige sie zu trösten. Aber Susi hatte schon jeden Winkel durchsucht und das Geld nicht gefunden. Eine Erzieherin kam dazu und half den Mädchen beim Suchen. Alles wurde durchsucht, aber das Geld war nicht zu finden. Die anderen Mädchen hatten schon alles eingepackt und versammelten sich zum Abendbrot. Unter den Mädchen war auch die zwölfjährige Brigitte. Vor lauter Freude konnte sie kaum noch stillsitzen. Kurz vor dem Schlussgebet wurde sie zu einer der leitenden Schwestern gerufen. Schwester Margarete blickte sie traurig an. Wir mussten eure Sachen in den Schränken durchsuchen und haben zwischen deiner Wäsche diesen zehn Markschein gefunden. Der gehört ja gar nicht mir. Brigitte war ganz entsetzt. Dann ist das wohl Susis Schein und du hast ihn dort versteckt. Ganz bleich wurde Brigitte, als sie beteuerte. Ich weiß nicht, wie das Geld dorthin gekommen ist. Ich kann es auch nicht glauben, dass du das Geld gestohlen hast, aber wie ist es dorthin gekommen? es scheint so gewesen zu sein, dass du es genommen hast. Mit schwerem Herzen trat Brigitte die Heimreise an. Der böse Verdacht lastete schwer auf ihr, und gleich am ersten Abend erzählte sie alles der Mutter. Die Mutter kannte ihre Brigitte und wusste, dass Brigitte sie nicht belog. Sie glaubte, dass sie unschuldig war, aber wie konnte man das beweisen? Auch Brigitte wusste, dass die Tatsache gegen sie sprach. Sie, hätte sich an der Stelle der anderen Internatsbewohner auch nichts anderes zusammengereimt. Da falteten Mutter und Tochter die Hände und baten Gott, alles ans Licht zu bringen. Die ganzen Ferien über war Brigitte bedrückt. Es lastete alles zu schwer auf ihr. Als Brigitte ins Internat zurückkam, wunderten sich alle über ihr verändertes Wesen. Nur die leitenden Schwestern und Erzieherinnen wussten um den Grund. Aber sie hatten nicht lange Zeit darüber nachzugrübeln, denn der Geburtstag der Heimleiterin nahte, und sie wollten ihn, wie jedes Jahr, mit Spiel und Gesang feiern. Das machte immer großen Spaß. Sonst war Brigitte bei solchen Vorbereitungen immer die eifrigste. Sie dichtete lustige Verse und schrieb Lieder um. Sie war bei den Spielen dabei und hielt sogar die Begrüßungsansprache. Aber diesmal wollte ihr nichts gelingen. Sie konnte mit ihren Gedanken einfach nicht fertig werden. Die Vorstellung, dass Schwester Margarete meinte, sie habe gestohlen, quälte sie. Nichts klappte bei ihr. Heimlich schlich sie sich aus dem Kreis der Mädchen in ihr Zimmer. Als sie die Tür öffnete, sah sie drüben in der Ecke jemanden vor einem Nachtschränken knien. Es war Eva, ihre beste Freundin, mit der sie die Schulbank teilte. Aber was tat sie? Sie kniete ja am Nachtschrank einer anderen Klassenkameradin. Was machst du da? fragte Brigitte. Eva lief dunkelrot an. Sie sprang auf und versuchte noch schnell eine Tüte Bonbons in die Schublade zurückzuschieben. Dann stotterte sie. Ach, äh, Bärbel hat doch ein Paket bekommen. Da hat sie mir erlaubt, mir etwas davon zu nehmen. Das stimmt doch nicht. Bärbel sagt so etwas nie. Ich weiß, wie geizig sie ist. Nein, nein, das glaube ich nicht. Aber ich kann sie ja gleich fragen. Doch Eva hielt die Tür zu und sagte, Geh nicht zu ihr. Ich wollte sie nur ein bisschen ärgern, weil sie immer so geizig ist. Brigitte hörte kaum auf Evas verlogenes Stottern. Ein Verdacht stieg in ihr hoch, und schon schleuderte sie Eva ins Gesicht Nun weiß ich auch, wer damals das Geld gestohlen und es aus Angst in meine Wäsche gesteckt hat. Da lief Eva hinaus, knallte die Tür hinter sich zu und rannte weg. Brigitte's Kummer wurde dadurch nur noch größer. Sie wollte die Freundin doch nicht verklagen. Die anderen Mädchen flüsterten schon über die verkrachte Freundschaft der beiden, doch sie hörten auch bald wieder auf damit. Eva und Brigitte saßen wie immer nebeneinander in ihrer Bank, als wäre alles gut. So vergingen Wochen und nichts Besonderes geschah. Die Unstimmigkeiten zwischen den beiden Mädchen waren vergessen. Es kann ja schon einmal vorkommen, dass Mädchen sich streiten. Der Herbst verging und der erste Schnee fiel. An einem Wintertag lief Brigitte nach der Schule an einer Rodelbahn vorbei sie blieb stehen und schaute auf das muntere treiben sie hatte gar nicht bemerkt daß auch eva da stand da geriet ein schlitten aus der bahn und raste geradewegs auf die zuschauer zu jetzt erkannte brigitte auch eva unter ihnen und gerade sie wurde umgefahren und zu boden gerissen im hohen bogen flog ihre schultasche auf die bahn und der inhalt streute in den schnee unter Lachen und Prusten krabbelte Eva aus dem Schnee. Ihr war zum Glück nichts passiert, aber plötzlich begann sie doch zu weinen. Sie hatte in ihrer Schultasche nämlich ein Kästchen, in dem sie das Geld für die Schülerzeitschrift verwahrte, das sie in der Klasse eingesammelt hatte, und morgen musste sie es abgeben. Das Kästchen war beim Herausfallen aufgesprungen, und das Geld lag nun im Schnee zerstreut. Brigitte und die anderen Kinder halfen Eva beim Einsammeln. Wenn wir nur alles wiederfinden im Schnee, seufzte Brigitte besorgt. Eva tat ihr aufrichtig leid. Sie begleitete sie zum Internat. In ihrem Zimmer angekommen stellten sie fest, dass über zwei Mark fehlten. Und morgen sollte sie das ganze Schülergeld dem Lehrer abgeben. Sie jammerte. Wenn ich doch noch etwas von meinem Taschengeld hätte. Aber das habe ich vernascht. Was soll ich nur machen? Da ging Brigitte wortlos an ihren Schrank, holte ihr Taschengeld hervor und schüttete es vor Eva auf den Tisch. Als sie es nachzählten, reichte es gerade, um den fehlenden Betrag zu ersetzen. Eva war tief beschämt und bedankte sich verlegen. Ist schon gut, meinte Brigitte. Aber in Eva war das Gewissen erwacht. Sie konnte nicht anders, als sofort zu Schwester Margarete zu gehen und ihr Unrecht von damals zu bekennen. Die beiden Mädchen blieben auch weiterhin Freundinnen. Eva kam nie mehr in Versuchung, sich an fremdem Gut zu vergreifen. Brigitte aber erinnerte sich oft daran, wie wunderbar Gott alles lenkt und Gebete erhört. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Epheser 4, 32